Sie haben überlebt. Erst die Angriffe auf ihr Dorf, dann die Flucht vor Syriens Machthaber Assad und jetzt einen Drohnenangriff auf offener Landstraße, der einem Al-Qaida-Kämpfer galt. Die Familie fuhr im Auto dahinter zu den Großeltern. Die Kasums, eine einfache Bauernfamilie. Sie sind das, was die Armee einen Kollateralschaden nennt. Die Kinder saßen auf dem Rücksitz. Meine ganze Familie wurde verletzt. Mein Sohn und ich, wir sind so schwer getroffen. Und wir haben kein Auto mehr. Uns ist nichts geblieben. Mutter Fatima müsste wieder ins Krankenhaus, doch sie hat panische Angst vor der Fahrt. Aber die Entzündung bekommen sie hier nicht in den Griff. Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll. Ich sehe den Schmerz meiner Frau, mein Sohn, meine Töchter, Mahmouds Beine und der Kopf. Ich habe seit 4 Tagen nichts mehr gegessen. Der Ort Al-Rami. Hier leben die Großeltern. Die Gegend ist auch ein Rückzugsgebiet für Al-Qaida-Kämpfer. Am 3. Dezember ist die Familie auf dem Heimweg. Fröhlich filmen die Kinder. Der Motorradfahrer im blauen Anorak ist das Ziel des Drohnenangriffs. Gleich wird am anderen Ende der Welt ein US-Soldat den Knopf drücken. Es ist der Moment, in dem sich Vater Ahmed entschließt zu überholen. Es gleicht einem Wunder, dass der 10-jährige Mahmoud überlebt. Er wurde im 35 Kilometer entfernten Idlib notoperiert. Danach lag er 3 Tage lang im Koma. Ihm fehlt ein Teil des Schädelknochens. Tage später kehrt Vater Ahmed an die Abschussstelle zurück. Er findet Teile seines Autos. Wir haben Saft getrunken. Wir waren glücklich. Auf dem Weg nach Hause. Die Kinder hatten Spaß. Mit einem Schlag verwandelte sich dieses Familienglück in ein Blutbad. Schreie. Wir haben alle geschrien. Ich tat, was ich konnte. Dann kam Rettung. Daran erinnere ich mich. Das da habe ich getrunken. Das Ende eines Familienausflugs. Mehr als 300 Drohneneinsätze hat die globale Allianz gegen Terror im Norden Syrien dieses Jahr geflogen. Dieser wurde gefilmt.